Und so hat Gott uns doch einen so wundervollen Körper geschaffen, mit dem wir auch viel schaffen, auch viel Gutes schaffen können, das wieder unseren Mitmenschen dienlich ist. Wenn ich nur hier an die Technik denke, wie der Mensch doch diese geistige Eingebung erhalten hat, einen Gedanken, und er ist gewillt, diesen Gedanken in die Tat umzusetzen. Er hat keinen Versuch gemacht, sondern ist einfach an die Arbeit gegangen, er bediente sich seines Körpers und stellte nicht was, sondern das her, was er an Gedanken aufgenommen. Vom Willen hängt es ab. Und so hat er so vieles geschaffen. Schöpferisch ist er auch. Beweis dafür, weil der Mensch ja göttlich ist. Nicht Gott, sondern göttlich ist er. Und Gott hat ihm so viel gegeben, dass er alles aufnehmen kann. Und auch heute sage ich es, Freunde, alles, was Menschenhände geschaffen, liegt auf dem geistigen Weg. Es ist eine Eingebung. Sie werden sagen, es ist Ihr Gedanke. Nein, Sie haben einen Gedanken aufgenommen. Dazu Ihren Willen, diesen Gedanken in die Tat umzusetzen. Sie besannen sich auf Ihren Körper. Das ist schon Gottesdienst. Sie setzen ihn in Tätigkeit und waren imstande, das herzustellen, was Sie an Gedanken aufgenommen haben. Sie setzten diesen Gedanken in die Tat um. Wenn Sie aber heute nur Ordnung schaffen wollen um sich, noch nicht in sich, dann wracken Sie Ihren Körper ab. Und Menschen konnten nur so viel Wundervolles schaffen, deren Körper noch in Ordnung, wo in ihm noch alles funktionierte, wo keine Störung vorhanden war. Wenn einer dieser abgewrackt, dann musste einer der Nächsten dazu springen und dieses Werk vervollkommen. Das heißt, herstellen. Aber auch nach die Anweisungen des einen, der diesen Gedanken aufgenommen, der mit diesem Stück, mit diesem Werk, mit diesem technischen Wunder begonnen hat. Ich will nicht sagen, dass Radio schon Generationen zurückliegt. Nein, es liegt noch in unserer Generation, die das ins Leben gerufen haben. Das heißt, bis es auf den Markt gekommen ist, nicht so lange. Es ist schon weit vorher in Vorarbeit gewesen. Bis es soweit ist, dass es auf den Markt, das heißt zum Verkauf bringen konnten. Und Sie das heute im Haus haben, das ist schon nichts Neues mehr. Also. Aber der Körper ist ja älter, das ist auch nichts Neues mehr. Sie glauben, dass Sie ihn kennen, äußerlich, ja, innerlich, nein. Das ist nichts Neues, Radio. Aber sagen Sie mir, wie die Technik da drin steckt, ob Sie hier in der Lage sind, wenn da ein Defekt ist, ob Sie den beseitigen können oder die Zusammenhänge, die Schaltungen wissen, warum, wieso, weshalb so viel gebastelt da drin ist. Davon haben Sie keine Ahnung, sehen Sie. Im Äußeren, die Kisten haben Sie gesehen, aber das Innere und wie es schafft und wie es möglich ist, dass man die Sendung aufnehmen kann, davon wissen Sie nichts. Das ist aber Technik. Das technische Wunder und wir sind ein göttliches Wunder. Was das Radio kann, das können wir erst recht alles aufnehmen. Wir brauchen uns ja nur auf die göttliche Sendung einzustellen. Wenn aber einer kommt, der Sie zum Teuflischen, zum Bösen verleitet, dann stellen Sie sich auf die böse Sendung ein. Ich bin mal neugierig, kann ja mal versuchen, mal die böse Sendung zu hören. Gibt's auch. Aber auch hier, das heißt, die böse Sendung wirklich zu empfangen in Ihrem Körper. Und das war bisher so der Fall. Ich glaube, Sie verstehen mich jetzt. Ich glaube, jetzt wissen Sie, worauf es ankommt. Es hängt ganz von Ihrer Einstellung ab, wie Sie sich hier einzustellen wissen. Und das müssten Sie wissen. Ja, Freunde, so einen wundervollen Körper haben Sie. Wenn ich Ihnen heute alles sagen würde, wozu Sie imstande sind, wenn Sie sich der wirklich göttlichen Kraft bemächtigen, das heißt, dass Sie es erstmal würdig sind, Sie aufzunehmen, oh, da könnten Sie sehr viel Gutes schaffen. Aufgefallen ist Ihnen das ja, dass ein Betriebsleiter, der seinen Beruf genau kennt und der geistig auf der Höhe ist, dass der nicht körperlich zu arbeiten braucht, dass der nur ein paar Worte am Tag zu sagen hat
und dass er den ganzen Betrieb übersieht und gleich sofort feststellt, wie wenn einer einen Fehler begeht, wenn einer eine Fuscharbeit geleistet hat. Da geht er nur vorbei, da weiß er genau, weil er Fachmann ist. Und er kann das alles leiten, einen großen Betrieb. Es gibt Betriebsleiter, die hunderte, gar tausende Menschen leiten in einem Betrieb. Das fällt denen gar nicht schwer. Menschen, die von dem nichts wissen sollen, und der hat doch nichts zu tun und wir müssen schuften. Ja, das ist der Kopf. Sein Geist ist klar, er versteht nicht was, sondern das von seinem Beruf, dass der Betrieb auch existenzfähig ist. Und das eins ins andere greift. Und wenn einer im Betrieb mal nachlässig ist, dann leidet das ganze Werk drunter. Das ist genau wie in einem Werk, sagen wir Uhrwerk oder ein anderes Werk. Wenn da ein Teil des Werkes nicht mitmacht, dass es in Stockung gerät, kann das ganze Werk in Stillstand kommen. Oder glauben Sie nicht? Kann das Gerät zerstören. Ich kann jedes andere Gerät zerstören. Wenn ich nur einen kleinen Handgriff tue, wo ich weiß, und wenn es noch das feinste, dünnste Trätschen ist, da entferne, schon ist die Störung da und Sie haben keinen Empfang. Wie sieht es wohl in unserem Körper aus? Wenn da eine Überbelastung ist, eine Verwirrnis, wenn es da selbst ein Durcheinander gibt, soll da auch noch alles richtig funktionieren? Nein. Sie selbst sind kein Fachmann. Sie wissen nichts von dem. Da kommen andere versuchen. Also, liebe Freunde, bis hierher gesehen, glaube ich, dass Sie wissen, warum, wieso, weshalb wir hier zusammenkommen. Nicht nur Erzählchen zu führen, nicht zu ratschen und zu tratschen, oh nein. Und ich glaube, was für Sie doch alle, auch für Ihren Nächsten, das Wichtigste ist, dass Sie selbst endlich sich zu dem bequemen, zu dem Sie gehören. Aber gehen können Sie diesen Weg erst dann, wenn Sie sich wirklich frei machen, wirklich lossagen vom Bösen. Dann kommt es erst dazu, nicht früher. Wenn ich die Menschen so verfolgt habe im Leben, auch wie wenn sie eine Gemeinschaftsstunde besucht, da ging es ihnen gut. Und schon kam der Gedanke, aber wenn ich wieder daheim bin, geht es mir wieder schlecht. Warum? Ist die Frage meinerseits. Warum nimmst du diesen Gedanken gleich auf? Warum geht es dir schlecht? Ach, du hast die Erfahrung gesammelt. Müsstest du nicht wissen, dass die Ursache eine andere ist? Dass deine Umgebung noch nicht einwandfrei gut ist? Dass sie dich selbst stört? Dass du den einen und den anderen nicht mehr magst? Dass du zu ihm eine Antipathie hast? Und dass du nur tust, als ob du noch gut zu ihm bist? Aber er immer wieder die Störungen hineinzubringen gewusst, dass du dich da nicht wohlgefühlt hast? Ja, da musst du erstmal dann so viel Erfahrungen sammeln, dass du ihn überzeugen kannst und dass du um dir selbst, in deiner Familie, die Ordnung schaffst. Das ist wichtig. Sonst ist es nicht möglich. Das ist genau dem, wenn ich Ihnen ein Gleichnis gebe. Man hat sie aus einer Grube gezogen, in dieser Schmutz gewesen. Natürlich sind sie beschmutzt. Und einer ist da, der sie da hineingeworfen hat. Aber sie werden rausgezogen, sie kriegen ein neues Gewand, der Körper wird bereinigt, wieder sauber. Jetzt gehen sie heim und der lauert auf sie und wirft sie wieder in die Grube. Ich frage Sie, Freunde, hat das einen Zweck, dass man ihren Körper bereinigt, äußerlich gesehen in diesem Fall, weil es irdisch ist, und ihnen ein neues Kleid gegeben, hat auch keinen Zweck. Erfüllt auch nicht den Zweck. Was muss ich tun, ehe ich sie wieder laufen lasse? Ich muss hingehen zu denen und denen zur Ordnung rufen und sagen, das tust du nicht noch einmal, sonst fliegst du in die Grube hinein, es wird dir nicht gefallen. Natürlich soll man ihn nicht hineinwerfen, aber um ihm den Beweis zu geben, wie es ihm dann ergehen könnte, und er würde immer schmutzig sein, er sagt, nein, das will ich nicht,
Ich weiß nicht, wie ich dazu kam, dass ich's tat. Weil er einmal die Wahrheit erfährt, wird er auch die Wahrheit sprechen. Er wusste nicht. Nein, er wurde vom Bösen geführt, vom Bösen verleitet, das Böse zu tun. Dann hat es erst einen Zweck, Freunde, und daher ist es notwendig, Ihnen das hier zu sagen, dass Sie erst auch in Ihrer Familie Ordnung schaffen sollen. Falls nicht, bitte bringen Sie Ihre Nächsten ruhig mit. Da schadet dann auch nichts. Nicht um Menschen heranzulockern, nein. Aber dass Sie Wahres erfahren, tun Sie vieles dazu, dass Sie wirklich jetzt das Gute annehmen, dass Sie selbst zur Erkenntnis kommen. Aber ich sage, nicht früher wird es sein, bis Sie zur Erkenntnis gekommen sind, bis Sie hierin verstehen, um Ihren Nächsten auch gegenüberstehen zu können, dass Sie ihnen dann das berichten, was Sie an Erfahrungen, an Überzeugungen gesammelt haben. Dann ist es erst soweit, liebe Freunde, dass das dann nicht mehr zustande kommt und dass Sie das Böse dann auch nicht mehr erfassen kann. Und dann, wenn Sie weiteres tun, immer mehr die Ruhe in sich aufkommen lassen. Und dann stellen Sie danach fest, dass tatsächlich die Ordnung in Ihrem Körper zustande gekommen ist. Der Mensch ist ruhebedürftig, sagen Menschen so oft. Ruhebedürftig, ja. Aber wer bewegt sich zur Ruhe? Wer hat sich dazu entschlossen? Wer nahm die Ruhe auf? Er war ja nicht in der Lage, die Ruhe aufzunehmen, weil er von der Unruhe umgeben ist. Und immer wieder drängten Menschen auf Menschen. Auch sie wurden bedrängt und konnten deshalb nicht zur Ruhe kommen. Und was tun sie dann, um die Ruhe zu erhalten? Dann flüchten sie. Sie nennen diese Zeit die Urlaubszeit. Weit, weit fort von den Verwandten und Bekannten. Nur fort, wo uns keiner kennt. An einem Fleckchen, wo wirklich wenig oder nach Möglichkeit keine Menschen sind, da werde ich zur Ruhe kommen. Na, das haben sie gewusst. Aber genau konnten sie auch daheim die Ruhe schaffen. Aber um erstmal Ruhe zu haben, ja, mussten sie fliehen. Vor all dem, was sie als Unruhe immer empfunden hatten. Wären sie dem Weite gefolgt, hätten sie es immer getan, hätten sie dafür gesorgt, dass sie keiner um die Ruhe gebracht hätte, dann wäre alles gut geworden. Wer mal so eine Urlaubstage verlebt, der die Ruhe in sich aufgenommen, der hat sich wohlgefühlt, er sagt, jetzt fehlt mir gar nichts. Nicht einmal Geld brauche ich. Jetzt habe ich alles, jetzt bin ich der glücklichste Mensch. Aber dann die Arbeit und dann die Verwandten und Bekannten. Oh nein. Dann kamen die Sorgen, kurz bevor er wieder heimfahren musste. Dann nutzte das alles gar nichts. Kurz und gut gesagt, der Mensch war bequem, selbst Ordnung zu schaffen. Er wollte nicht Hand anlegen, er war wirklich feige. Er sagt, das hat keinen Zweck, er gibt alles auf, die Menschen sind nun mal so. Und sie haben mich um meine Ruhe gebracht. Im nächsten Jahr fahre ich ja wieder. Aber was nutzt Ihnen der Urlaub, was nutzt die Erholung, was nutzt die Ruhe überhaupt, die Sie aufgenommen und nachher wieder eingebüßt haben, dass man Sie in die Ruhe gebracht hat? Ich frage Sie, Freunde, das wissen Sie selbst, haben Sie da nicht viele Störungen wahrgenommen in Ihrem eigenen Körper, wo man Sie in die Ruhe gebracht? Ich müsste jetzt mal ganz dumm fragen, Sie sitzen hier so ruhig. Ja, fühlen Sie sich dann wohl dabei? Wer nein, der hebe die Hand. Haben Sie alle Beschwerden abgeladen? Wer nein, der hebe die Hand. Ist immer noch keiner. Also fühlen Sie sich ja wohl. Sie haben sie noch nicht abgeladen. Beschwerden habe ich nicht, aber... Beschwerden habe ich nicht. Aber? Immer zu hin und her. Bitte? Ich muss mich immer zu hin und her bewegen. Sie mussten sich immer hin und her bewegen. Ja, ja. Immer schon. Oder heute nur? Nein, immer. Ja, warum erzählen Sie mir das, was immer war? Und das trägt er jetzt noch bei sich. Was immer war, glaubt er das wirklich? Und er versucht jetzt alles Mögliche, deswegen frage ich, Freunde, um Sie weiter zu belehren. Es ist ja noch nicht
Weg, es ist ja noch nicht verschwunden. Ja, wer hält es fest? Ich? Nein. Er soll sich lösen. Er soll Selbstvertrauen haben, er soll glauben. Aber wer sich damit beschäftigt, es ist weg. Wer sich damit beschäftigt, wer das gedanklich festhält und nur Versuche anstellt, wird ihm das Übel nicht verlassen. Ich bringe das so einigermaßen deutlich. Ich möchte nicht zu deutlich werden. Warum ist es jetzt weg? Ich habe Sie nicht gefragt, ich habe ihn gefragt. Sehen Sie, ich brauche nicht Ihren Mund, er braucht nicht Ihren Mund, er soll selbst sprechen. Sonst wird er nicht überzeugt. Er soll sich selbst überzeugen. Er soll nur das Rechte in sich aufnehmen, sich nicht mehr mit dem Schlechten befassen. Weil Sie nicht geglaubt haben. Jetzt hat er die Wahrheit gesprochen, Freunde. Das ist für Sie sehr belehrend. Ich bin diesen Menschen immer dankbar, dazu bewege ich ihn auch. So ich ihm die Wahrheit sage, er überzeugt sich und jetzt spricht er die Wahrheit. Jetzt beginnt er erst wirklich der Mensch zu werden, dass er an sich selbst glaubt und für sich selbst das tut, was er sich selbst schuldig ist. Er wird sich weiter überzeugen. Es ist nicht er, dieser Freund, alleine. So ist es jeden ergangen. Jetzt die Wahrheit gesprochen. Was glauben Sie, was das wert ist? Die Wahrheit erstmal dem Menschen zu geben und dass der Mensch sie wiedergibt. Die Wahrheit zu hören von einem Menschen, aus einem Menschenmund, ist mehr, ich möchte nicht von Geld sprechen, aber wenn ich sage, mehr als Geld und großes Gut. Nur von einem Menschen, das macht mich glücklich. Da strahle ich voller Glück. Sie nicht auch? Und viel, viel schöner wäre es, Freunde, wenn auch Sie jetzt dazu übergehen, dass Sie wirklich sich glücklich fühlen, ich lüge nicht mehr. Ich werde alles dazu tun, nicht mehr zu lügen, nichts Unwahres aufzunehmen, sondern ich werde mich von allem überzeugen. Um nur Wahres zu sprechen, das Wahre von mir zu geben, das heißt, die Wahrheit so wiederzugeben, wie ich sie selbst erfahren habe. Auch dann sind Sie glücklich. Und Sie werden feststellen im Leben überhaupt, wenn Sie mit Menschen, wie Sie doch auch mit Menschen, mit Ihren Nächsten zusammen sind, dass Sie ihm auch die Wahrheit berichten und er die Wahrheit annimmt und sagt, ja, lieber Freund, das glaube ich dir. Bisher hattest du mir ja nicht die Wahrheit, aber ich habe jetzt das Empfinden, dass du mir die Wahrheit sagst. Und dann sagt er bloß, ja, ich weiß, Sie glaubst du mir jetzt, dass es mir auch so komisch ist, dass ich so ein komisches Gefühl habe. Ich weiß nicht, was mit mir ist. Seitdem wir hiervon sprechen, ja, habe ich wirklich keine Beschwerden mehr. Nein, es war ja einer, dem das Gute geboten, hatte unbewusst das Gute in sich aufgenommen und macht sich auch bemerkbar. Und jetzt sagt man ihm, du lieber Freund, jetzt achte du immer auf dich selbst, achte du immer auf deinen Körper. Und achte immer darauf, dass du das Gute nicht verlierst, nimm das Böse nicht mehr an. Das Böse kommt immer wieder, klopft an, meldet sich und kommt immer wieder. Dann, wenn der Mensch es ruft, wenn es nur einen Gedanken aufnimmt, wenn er das Gute anzweifelt, dann kommt das Böse immer wieder und zermürbt den Körper, würdigt den Körper herab und der Mensch